Kapitel 19 Epsilons Überraschung. Monagoras wollte Team Polana-Watra also tatsächlich helfen. Irgendwo war dieser komplette Planwechsel seinerseits seltsam. Doch trotzdem traute Aurora dem Fossil. Sie kannte ihn seit einer Weile und konnte ihn ganz gut einschätzen. Außerdem war das letztliche Ziel seiner Mission schließlich immer noch dasselbe: seinen eigenen Ruf aufbessern. Und die Hoffnung, sich am Team zu rächen, konnte er ohnehin aufgeben. Deswegen versuchte er nun vermutlich auf ihre gute Seite zu kommen, damit diese Pläne nicht das Licht der Öffentlichkeit erblicken würden. Ich meine, über ein paar helfende Hände, Klauen, werde ich mich nicht beschweren. Also dann komm mit. So geschah es, dass Team Polana-Watra für das Ende ihres Ausflugs einige Meter vor einem mürrischen Fossil herliefen. Mashado verständigte sich flüsternd mit seiner Teamleiterin, damit ihr neuer Helfer sie nicht hörte. Sag mal, glaubst du wirklich, dass uns der Kerl helfen will? Irgendwo traue ich ihm nicht so wirklich. Sagen wir es so, ich glaube nicht, dass er uns helfen will, glaube aber, dass er es in seinen Augen muss. Ich kenne Monagoras inzwischen. Unüberzeugt blickte Mashado nach hinten. Naja, wenn du meinst. Aber behalt ihn am besten im Auge. Ich hab's vor, keine Sorge. Doch trotz Mashados Sorgen verlief der Rest der Reise ruhig. Es dauerte nicht lange, bis die drei Pokémon einen Ort sehr nahe der Spitze erreichten. Es war nicht ganz die Bergspitze, was dadurch klar war, dass steile Wände diese Aushöhlung im Vulkan umgaben. An manchen Stellen flossen kleine Lavaströme von den Wänden herunter. Am hinteren Ende der Aushöhlung stand ein Altar, auf welchem ein mystischer Gegenstand schwebte. Die Plot-Armor, also zumindest der Helm. Langsam, aber doch bedacht, schritt Aurora voran, beide anderen dicht hinter ihr. Doch nach wenigen Sekunden hörte sie ein leises Knistern. Sofort sprang sie aus dem Weg und entging so einem Feuerball, geschossen von der Oberseite einer der Wände. Ich wusste es, wir sind hier nicht alleine. Es scheint, als wäre Epsilon selber nicht mehr hier, hätte uns aber eine Überraschung hinterlassen. Ein wütendes Knurren hallte von den Wänden wieder, um so den gesamten Ort zu erfüllen. Leise Schritte, sehr ähnlich den Geräuschen, welche Aurora in der Nacht vernommen hatte, ertönten. Monagoras, Mashado und Aurora standen nun alle drei in der Mitte dieses Tals an der Spitze, die Augen auf deren Mauerspitzen gerichtet. Macht euch bereit, ihr beiden! Ich glaube, hier wird gleich die Post abgehen! Nach weiteren Sekunden der Anspannung verdunkelte ein Schatten für einen Moment die Vormittagssonne, als er direkt vor ihr einen riesigen Satz vom Wall vor den Altar machte. Ein Pokémon, leicht größer als Aurora, mit orangenem Fell und schwarzen Streifen, blockierte den Weg zum antiken Helm. Flammen schossen aus seinen Mundwinkeln, als es das Team in einer geduckten Stellung und mit gefletschten Zähnen umkreiste. Die Augen des Pokémon schienen einem grellen Orange zu glühen. Sagt mal, haltet mich ruhig für blöd, aber Aurora, kennen wir dieses Arcani nicht? Warte, meinst du? Sie verstand genau, was Monagoras mit dieser Aussage implizierte. Und ein genauer Blick auf ihren Feind schien seine Befürchtung zu bestätigen. Dieses Arcani sah genauso aus. Kell? Zorn durchfuhr die Plotkriegerin wie die Hitze des Vulkanes. Dass du mich schon mal im Stich gelassen hast, reicht dir nicht, oder was? Jetzt stellst du dich auch noch auf Epsilons Seite. Dann freue ich mich darauf, mich für unsere Reise zum Eisberg zu revanchieren. Gerade wollte sich Aurora bereits in den Kampf stürzen. Da stoppte Mashado sie. Warte, siehst du nicht sein Verhalten? Und vor allem das Glühen in seinen Augen? Natürlich hatte sie es bemerkt, jedoch keine Schlüsse daraus gezogen. Vielleicht interpretiere ich da ein wenig viel, aber Derelio Ini Danio, Ana Ini Anu, Serandana Danio, Iras Tre. Körper ist nicht Seele, innen ist nicht außen.
Stärker als die Seele ist nur S. Ich glaube, wir haben denjenigen gefunden, der uns diese Nachricht übermittelt hat. Und wenn das wirklich wahr ist, dann glaube ich, dass das nur Kels Körper ist, der uns hier gegenübersteht. Nicht sein Bewusstsein. Ein Bild kreierte sich vor Auroras innerem Auge. Eine Vision von einem Kel, der versuchte, gegen sich selber anzukämpfen, doch jede Kontrolle verloren hatte. Trotz allem, was durch ihn geschehen war, obwohl er sie bereits einmal verraten hatte. Sie wollte immer noch an die Wahrheit in Mashadows Worten glauben. Sie wollte glauben, dass Kel nicht das Pokémon war, nachdem er hier aussah. Aber gleichzeitig wusste sie, kämpfen musste das Team so oder so. Wenn er es wirklich ist, dann müssen wir ihn aus seinem Bann befreien. Und in meinen Augen sieht es so aus, als müssten wir ihm das Ganze wohl mit etwas Nachdruck austreiben, was auch immer es ist, von dem er in der Nachricht geredet hat. Monagoras schien nicht alles an den Aussagen zu verstehen. Doch das Wichtigste verstand auch er. Ich habe keine Angst, von was für Nachrichten ihr redet. Aber den Part mit dem Nachdruck habe ich verstanden. Also dann, ab geht's. Im selben Moment, in dem Monagoras zum ersten Angriff ausholte, verließ auch Kel seine Lauerstellung. Mit einer Überraschung am Gipfel hatte Aurora zwar gerechnet, aber ein Wiedersehen mit Kel war definitiv nicht an, was sie gedacht hatte. Aber konnte er wirklich von Epsilon besessen sein? Irgendwo machte es keinen Sinn. Laut dem, was Mashadow erzählt hatte, von den Ereignissen am Eisberg, war damals selbst Epsilon vom Verrat des damals Fukano verstört. Weshalb dann sollte er gerade diesen als Kämpfer für seine eigene Seite auserwählen? Es machte irgendwo keinen Sinn, aber die Logik hinter alledem war sowieso nicht das Wichtigste. Das Wichtigste wäre ein Sieg. Aber irgendwo wirkte der Kampf in Auroras Augen schwierig zu verlieren, oder? Sie und Mashadow hatten schier endlos trainiert in den letzten Wochen. Etwas, was Kel wohl kaum getan hatte. Zudem stand er alleine gegen drei, wobei einer der drei Monagoras war, welcher typentechnisch vollkommen überlegen war. Aber es war auch schnell offensichtlich, dass auch kämpferisch Kel nicht mehr das Pokémon war, welches damals Team Polana Vatra gegründet hatte. Vielmehr hat es das erwähnte Team nun mit einem Meister der Feuerbändigung zu tun. Und gerade in einer Gegend wie dieser konnte der besessene Kel seinen Heimvorteil ausspielen. Vor allem Aurora fand in diesem Kampf gar nichts, was sie wirklich beitragen könnte. All ihre Angriffe waren nahezu wirkungslos. Außerdem hatte sie mehr als genug zu tun, alleine damit auszuweichen. Zu ihrem Glück ging es den beiden anderen Anwesenden in dieser Form etwas anders als ihr. Zwar wurde Mashadow von der Umgebung seine wichtigste Technik genommen, das Verschwinden in den Schatten, da der Grund viel zu heiß wäre, gerade nun, wo er dank Kel von Lava durchflossen wurde. Doch trotzdem konnte er recht gut attackieren, während Monagoras den Hauptteil dieser Schlacht schlug. Gerade als sie den Kampfverlauf so betrachtete, war Aurora unendlich froh, Monagoras gefunden und als Helfer aufgenommen zu haben. Ohne ihn sehe sie ehrlich gesagt schwarz. Was Kel vor allem stärkte, war, dass er in dieser Form, anders als andere Feuer-Pokémon, auch Lava kontrollieren konnte. Die Ströme, welche von den Wänden herabtropften, waren deswegen eine seiner primären Waffen. Doch auch wusste er, das Kampffeld mit Feuersäulen zu formen, wie er es haben wollte. Er nahm sich so den Platz, welchen er benötigte, und schaffte sich Raum. Doch nicht nur Feuerangriffe beherrschte dieser Gegner. Auch ein paar neue Techniken hatte Kel nun, mit denen niemand wirklich gerechnet hatte. Und vor allem manche, mit denen selbst Monagoras Probleme bekam. Allen voran ein Angriff, den er auch selber beherrschte. Erdbeben. Als der Kampf weiterging, für viele Minuten, ohne dass irgendjemand nachließ, schlich Mashadow sich unbemerkt zu Aurora, während Kel und Monagoras immer noch vollkommen miteinander beschäftigt waren. Er achtet nicht auf dich, weil du ihm nicht gefährlich werden kannst. Aurora, hol die Rüstung, solange er abgelenkt ist. Mit ihrer Hilfe kannst du uns besser helfen. Es war der Teamleiterin etwas peinlich, dass sie nicht von selber auf diese Idee gekommen war. Nun, dass die Rüstung komplett frei vor ihr stand. Sofort schnellte sie dorthin
unterschätzt sie jedoch die Agilität und Aufmerksamkeit des Feindes. Bevor sie die Rüstung erreicht hatte, war Kell bereits dort. Doch seine jetzige Reaktion war entgegen allem, was Aurora erwartet hatte. Anstatt dass er sie angriff, griff er selber sich den Helm, welcher sich nahezu direkt selbst an das Akani anlegte. Anstatt dass sie nun besser am Kampf teilhaben könnte, hatte ihr Gegner selbst nun die Kraft ihrer gesuchten Rüstung. Doch gleichzeitig hatte Aurora den Eindruck, dass das orangene Glühen in Kells Augen nachließ. Sein Ausdruck veränderte sich kurz, bevor die Flammen wiederkehrte und Kell wieder kampfbereit wirkte. Monagoras, my Shadow, ihr beiden habt das auch gesehen, oder? Ja, es wirkte so, als würde die Plot Armor die Kontrolle des Plots auf Kell einschränken. Vielleicht können wir ihn jetzt wieder zu Sinn bringen, wenn er den Helm trägt. Das kann zwar sein, aber wie zur Hölle wollen wir das machen? Vielleicht ist die Kontrolle auf ihn jetzt schwächer, aber er ist selber noch einmal stärker. Und so ungern ich es zugebe, für ein Feuer-Pokémon war er auch davor schon kein schwacher Gegner. Für einen Moment lang wusste Aurora selber nicht weiter. Würden Worte Kell in diesem Zustand erreichen können? Alles andere schien beinahe zwecklos. Und doch, was gäbe es überhaupt zu sagen? Doch aufgeben war das Letzte, was die drei Pokémon in Erwägung ziehen konnten. Das orangene Glühen in Kells wutentbrannten Augen erweckte Erinnerungen an Aurora. Erinnerungen an die letzte große Schlacht. An das Duell gegen Endynalos. Auch er hatte mit der Kraft des Plots gekämpft. Und beinahe hätte er den damaligen Kampf auch gewonnen. Doch letztlich unterlag er durch die innere Stimme. Die innere Kraft, welche in Aurora schlief. Sie würde nicht gegen den Plot verlieren, für den sie selber kämpfte. Niemand besiegte sie durch die Kraft ihres eigenen Propheten. My Shadow, Monagoras! Zeigen wir ihm, dass sich wahre Krieger nicht von orangenem Licht beeindrucken lassen. Kell, hilf auch du, so gut du es kannst, wo auch immer du gerade bist. Wir holen dich da raus. Äußerlich schienen ihre Worte das Akani nicht zu erreichen. Doch trotzdem blieb Aurora entschlossen. Zwar wirkte vor allem Monagoras zuerst nicht unbedingt überzeugt von dieser plötzlichen Entschlossenheit, doch auch er entschied sich, den Kampf weiterzuführen mit all der Kraft, die er noch hatte. Und während er und Machado den Kampf nun weiterführten, versuchte Aurora weiter mit Worten zu Kell durchzudringen. Zwar hatte sie immer noch keine genaue Idee, wie sie dies schaffen könnte, doch irgendeine Möglichkeit musste es geben. Und vielleicht könnte sie, was auch immer Kell kontrollierte, ja weit genug ablenken. Hör auf zu kämpfen, Kell. Ich weiß auch, wenn unsere letzten Erfahrungen nicht die besten waren. Das hier bist nicht du. Direlio Inidanio, Ana Inianu, was auch immer dich kontrolliert, ist nicht stärker als dein Willen, auch wenn du es denkst. Immer noch schienen ihre Worte den echten Kell nicht zu erreichen. Jedoch schien sie das, was Besitz von ihm ergriffen hatte, mehr zu nerven, als seine direkten Gegner es taten. Ohne Warnung drehte sich der Löwe um und schoss auf Aurora zu. Jedoch war sie bereit und wich aus, um mit einem fast wirkungslosen Eisstrahl zu kontern. Und was auch immer du bist, was uns hier bekämpft, lass es bleiben. Polana Vatra und Monagoras sind eine Kombination, die für dich eine Stufe zu hoch sind. Anstatt zu schwinden, schien das Glühen in den Augen des Feuerkriegers nun stärker zu werden. Zudem breitete es sich aus über das gesamte Feld des Pokémon. Diese Aktion verlief komplett anders, als Aurora geplant hatte. Doch wenn sie die Lage richtig einschätzte, bedeutete dies keinesfalls, dass es nun schlecht war. Feuersturm P! Monagoras, my Shadow, macht Platz! Mit der Kraft von 1000 Sonnen stürmten die Flammen über Aurora hinweg. Rauch erfüllte die Aushöhlung, in welcher selbst Fels geschmolzen war. Was zur Hölle? Aurora! Monagoras hatte die Ereignisse während der Schlacht mit Endynalos nicht mitbekommen, anders als Machado. Auch wenn dieser immer noch nicht verstand, was damals geschehen war, war er optimistisch. Aurora hatte einen Plan. Monagoras, du solltest lieber Abstand nehmen. Aber was ist mit Aurora? Sie kann diesen Angriff doch nicht. Er wurde unterbrochen, als zwei orangene Augen aus dem Rauch aufblitzten.